Aha. Da oder was? Ja. Meine Axt ist Schrott, das ist scheiße. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Schlag die Kiste kaputt. 7 Days, bis die Kiste kaputt geht. Boah, Jasmin ist auch wieder mit dabei, logischerweise, die ist immer mit dabei. Und wir kommen hier ganz gut voran. Wir haben jetzt schon fast die Hälfte der Kiste zerstört. Ja, ein Pessimist würde sagen, da ist noch eine Hälfte kaputt zu machen. Optimist würde sagen, die Hälfte habe ich schon geschafft. Aha. Und ich würde sagen, warum habe ich diesen verflixten Zeitzünder nicht mitgenommen? Ja. 3 an der Zahl. Ja. Gute Frage, nächste Frage. Was sind 4 minus 4? Ich weiß es nicht. Welcher Hund hört auf den Namen Harry? Weiß ich nicht. Willst du eine nächste Frage haben? Kannst du die aber auch nicht beantworten. Schwere Fragen hier. Leichtere Fragen? So, ey, jetzt muss ich alles mit der Spitzhacke hier machen. Ich gebe dir eine richtig leichte Frage. Warum hat... Was hat denn wer? Kannst du dir jetzt aussuchen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Yo! Game Zack! Yo! Was ist denn das hier? Ein Yellow Bag habe ich gefunden. Voll gut Munition. Also es geht tatsächlich relativ schnell, aber ich habe halt keine Ausdauer. Meine Infektion geht ja weg. Ach Gott, ich bin so dumm. Ich habe doch Antibiotika genommen. Ach, du bist so dumm. Ja, ich sag dir das. Ich ekel mich von mir selbst. So, geil. Ein Messbecher, eine Waffentaschenlampenmod, Geld. Wir brauchen hier für Dings. Das Buch. Für den. Scheiße, das muss ich zerlegen. Wie heißt das? Was wir brauchen? Eine Jacke habe ich an, also ist aber eine Militärweste. Ich gehe mal nach Seltenheit. Knüppel nehmen wir ihn. Nee, nehmen wir eh nicht. Kaffeepulver können wir selber machen. Nehmen wir die Mod noch mit und das Geld. Ich wollte auch mal zum Dings gehen wieder. Zum Händler, ey. Ich will auch so einen befestigten Thron bei uns in der Basis haben. Ich finde, die machen sich echt gut. So, gibt es eine Abkürzung nach unten hier übers Treppenhaus vielleicht? Und ich habe ja noch... Oh, da hinten sind auch noch Häuser. Was ist das da? Könnte vielleicht auch so eine Mini-Militärbasis sein. Keine Ahnung, wo du bist, ey. Ja. Ich werde dabei Gelegenheit mal einen Blick drauf werfen. Hui! Ich bin das Treppengeländer runtergerutscht. Ja, sehr schön, Patrick. Ja, Deutschland ist stolz auf mich. Na. Ich muss jetzt erstmal am Motorrad ein paar Sachen ablegen. Ich bin ja so langsam. Nicht, weil ich fett bin. Kochtopf kommt da rein, der Messbecher kommt da rein. Kann sein, dass ich gleich weg bin. Nee, doch nicht. Gerade gehakt hier. Ah, okay. Obwohl ich das Kabel drin habe. Ja, Internet ist heute echt on point. Aber ist auch. Nee, zur Zeit ist das schlimm, finde ich. Ja, ja, mein, allgemein mein ich so ja. Empfang vom Handy auch. Ja, ja, zur Zeit ist richtig schlimm. Hm,
Was sammeln wir eher weniger? So sollte das erstmal passen. Achso, wir können übrigens Bruchsand auch selber herstellen in dem Betonmischer aus Stein. Weiß ich schon. Kommst du spät, Patrick. Ich habe mich da schon früher schlau gemangelt zu, glaube ich. Ja, falls du nochmal irgendwelche Informationen hast, die ich nicht weiß, teile sie doch gerne mit mir. Nee, möchte ich aber nicht. Komm mal selber drauf. Du machst das schon gut. Danke. Du kannst das super. Ganz toll. Weißt du, was ich nicht verstehe? Einiges. Ja, was denn? Gelb. Ich auch nicht. Nee, ich verstehe nicht, wieso hier mitten in der Wüste ein Einkaufswagen ist, wenn hier nicht mal ein Laden in der Nähe ist. Ich meine, wer schleppt den so weit mit? Ich meine, kostet nur 1 Euro, ne? Teilweise 50 Cent, aber trotzdem. Guck doch mal, wo die ganzen Einkaufswagen hier manchmal liegen. Ja. Aber die sind ja auch günstig zu erwerben, ne? Wundert mich. Du! Jetzt habe ich aber die Faxen, Dicke! So. Da brat mir doch einer einen Storch. Was ist das hier? So. Holz. Leder. Gut, ein bisschen Kohle habe ich auch gefangen. Gefangen? Ein bisschen Kohle gefangen. Komm her, ich krieg dich. Ich habe Kohle gefangen. Du bist. Ja, ist ein Militärbasis, ne? Ist ein Kolibri. Ich möchte mich nicht festlegen, aber ich glaube, hier ist gerade was explodiert. Wie, was ist da explodiert? Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, hier reinzugehen. Red Mesa Restricted Area. 51. Trübes Wasser, geil. Ich weiß halt nicht, ob die hier Sprengfallen. Oh ja, hier liegen. Ja? Radkappen. Sind die Radkappen, sind das diese Trittminen? Weißt du das? Das weiß ich nicht. Ich dachte immer, das sind Töpfe. Vielleicht sind es auch. Ich habe jetzt auch keinen Pfeil oder. Doch, hab ich. Nicht. Ist das für die Armbrust? Ah, nee, die sind im Moped. Warte mal. Ja, ich warte. Wo soll ich denn hinlaufen? Ja, bleib einfach da stehen, wo du gerade bist. Ey, verstehe nicht, wo mein Reparaturkit hin ist. Ich hatte doch noch eins drinne. So. Verstehe ich jetzt echt nicht. Echt nicht. Was da ist, nasch. Doch, die Radkappen müssen Minen sein. Es ist schon wieder was hochgegangen, ich habe es aber nicht gesehen. Ich nehme mal lieber eine, die ein bisschen... Ja, die da vielleicht. Jo, das sind Trittminen. Jo. Jo, Digga. Weißt du, was ich gesehen habe? Voila, liegende Radkappen machen Boom, ey. Voila, voila. Machen Boom, ich ey. So, Auto so und dann kaputt. Oha. Oha, oh nein, ey. Da war ich wohl nicht ganz lautlos unterwegs. Spinning. Umwerfen. Ja, das ist ja doof mit dem Honig. Das ist ja
Alter, die kriegen aber hier auf den Latz, kriegen die, du Jasmino. Ja. Ja, aber. Hollerli Waldfee, du. Frag nicht nach Sonnenschein. Hollerli Waldfee, ne, frag ich auch nicht. Da ist mir glatt ein Level abgegangen. Mhm. Nägel, geil. Ein Nägel. So, hier haben wir noch Militärlaster. Mit einer Dose. Ich finde, das Militär ist jetzt ziemlich mickrig ausgestattet. Oh, du musst mal mehr Messing und wir brauchen mehr Schießpulver. Schießpulver. Können wir aus Kohle, glaube ich, herstellen. Ja, Kohle, Nitrat. Richtig, haben wir auch nicht viel. Im Brandgebiet Bäume hacken. Na, mach mal. Da kriegen wir auch Kohle von. Ein bisschen Kohle habe ich, aber nicht viel. Aber es gibt doch bestimmt auch Kohle. Ich möchte hier rein. Bist du tot? Ich nicht. Nee, er hier. Das sieht aus wie ein unterirdischer Bunker, das heißt, hier gehe ich später rein. Dann gucke ich mir erstmal das da an. Ach komm. Stratzen hier einmal durch. Eigentlich wollte ich Sand holen. Oder einen Bauplan für einen Erdbohrer. Dann würde ich Stein abbauen und daraus Sand machen. Mhm. Aber wie das nun mal so ist im Leben. Oh. Herein? Lissy, du bist es. Das ist eine Treppe. Tür zu. Es zieht. Au. Oh nein. Ich könnte Heilung gebrauchen. Hält mich das? Absolut nicht. Ich mach mal die Tür ran. Du stirbst doch wieder, ey, Alter. Ja, aktuell bin ich auf dem besten Weg. Na denn, will ich dich nicht mal stören. Ich hab noch 9 HP. Ich sollte erstmal zurückkommen. Ich muss hier später nochmal hin. Ich muss mich irgendwie heilen. Ein Verbandskasten wäre jetzt echt nice. Verbandskasten? Wir haben so viele, nimm doch mal immer ein, zwei mit. Ja. Wenn ich dran denke. Aber das ist so doof. Die sieht echt gut aus, die Basis. Also ich hätte jetzt hier gern größer geguckt, aber nicht mit 9 HP. 10 HP. Aber... Ah nee, das ist ja keine Aloe Vera, ne? Das ist Aloe Vera. Wenn ich die abbaue, kann ich mir da nicht Heilung machen? Kann man eigentlich aus dem Plastik machen? Reifen zum Beispiel. Ach, dafür brauche ich nicht mal Lumpen. Aloe Vera. Mal gut, dass ich in der Wüste bin. Jo. Ich kann jetzt hier ein bisschen Heilung farmen. Ich habe ein gebrochenes Bein, das ist so ätzend. Ätzend. Wie viele Blaubeeren haben wir denn überhaupt? Nicht genug. 31, das geht doch. Was ist das hier nochmal? Eisen, ne?
Nee, Blei. Blei. Du. Oh, voll. Faden. Bum, 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 bum. Aloe, Aloe Vera und eine Yucca-Pflanze. Yucca. Soll ich von Yucca mal eine Pflanze mitnehmen, Samen? Ja, mach mal. Hab ich. Gut. Aloe, Aloe Vera. So, nix hält mich davon ab, diese Militärbasis zu inspizieren. Ich mach gleich vorsichtshalber nochmal Platz in meinen Taschen. Ja, mit dem Motorrad habe ich ja noch ein bisschen Platz. Dauert relativ lange, mich hochzuheilen, und ich habe nur noch halb vollen Magen. Oder anders gesagt, mein Magen ist halb leer. Wäre auch geil, wenn ich mal was zu essen finden würde. Ja, ich koche gerade Essen. Bringst du mir was vorbei? Ich würde gerne bestellen. würde ich ja gerne machen, wenn ich ein Fahrrad hätte. Ach. Aber wenn du ein Fahrrad hättest, dann wären die Lieferkosten wieder so hoch wegen der Spritpreise. So, ich gehe jetzt mal langsam Richtung Militärbasis. Ich habe gerade ein Stück Chips in Zahnfleisch gerammt. Aua. Und die andere Seite ist schon entzündet, ey. Das tut voll weh. Aua. Patrick, aua. Aua, Patrick. Wie rum so. Ist also. Achso, warte mal. Worauf? Nee, dich meine ich nicht. Okay. Rede mit mir selber. Warum? Wie immer hier in diesem Haushalt. Ich höre dir immer zu. Nee. Naja, ich höre dich immer an. Beste Beispiel hatten wir heute. Ich höre dich an, ich höre dir halt nur nicht zu. Ja, ich bin halt nicht Multitasking. Ich kann nicht zwei Sachen gleichzeitig. Du kannst nicht von mir verlangen, dass ich atme und gleichzeitig zuhöre. Ja, so läuft das nämlich. Weil das sind Sachen gewesen, die habe ich dir sogar gesagt. Ja. Und ich habe es dir extra gesagt, weil ich dachte... Sagst du ihm, wie das gemacht wird? Nein, er macht es trotzdem wieder falsch, weil er denkt so und so. Ja. Weil er denkt. Ja. Da geht es ja schon los. Das ist schon der Fehler. Er denkt. Ja. Noch ist Deutschland ein freies Land, in dem ich denken kann, wie ich will. Nee. Also echt mal. Du kannst mir das Denken nicht verbieten. Ich kann dir so einiges verbieten. Wenn ich möchte. Nein. Ja, Patrick. Wieso kann ich nicht schießen? Oh, ich habe gar keine Pfeile mehr. Ja, das leuchtet deswegen mal ein. Deswegen kannst du nicht mehr schießen. Lach dich aus. Das war ja einleuchtend, ne, für mich. Das hab selbst ich einleuchtend verstanden. Ja, das hab ich verstanden. Selbst du hast das verstanden, Junge. Ja. Wie geht das denn? Ja, da bin ich ja lernfähig, ne? Nee. Not really. Alter, wie lange dauert die Grütze hier? Eine Autobatterie und ein Strahlemann. Eine Judentagshör. Für Unbefugte ist der Zutritt verboten. Ich würde sie bitten zu gehen.
Ich also muss so wie leider gekochtes Zwang Ei und so mache ich nicht. Ich mache mehr so diese Eintöpfe und so, ne? Ja, halt auf jeden Fall. Ja, gekochtes Ei ist das, was für Anfänger. Aus dem Level sind wir raus. Ich weiß noch, ja. Ich weiß noch, wo wir uns am Anfang über sowas gefreut haben, ey. Ey, da bist du jedes blöde Vogelnest abgelaufen, um ein Ei essen zu können. Du warst die ganze Zeit plus minus null beim Hunger. Warte mal, ich muss mal kurz weg. Hast du eins gegessen und gleich wieder Hunger gehabt? So, jetzt noch ein Möter. Kinomotor, das wäre natürlich geil. Und das Buch für den Erdbohrer. Das wäre auch geil. Ob man den Erdbohrer für Sand auch nehmen kann? So Sand per se? Ich brauche viel Platz. Versiegelte Versandkiste. Ah, der müsste ein HP mehr Damage machen. Oh, das ist geil. 5 Reparaturkits und ein Reifen. Nö. Wie war denn das? Den kann ich nicht durchsuchen, aber ich kann ihn abbauen und kriege Eisenbarren. Ne, nur Eisen. Für den kriege ich nur Eisen. Taschenlampe sagt hierhin. Gut, da hinten, aber ich denke mal, da komme ich hier irgendwie rum, ne? Oh, ist das... Sind das Waffen an der Wand? Westen. Und Munition. Oh, geil. Eisenschlagring, Stufe 6. Sie hat wohl nur geträumt. Den brauche ich nicht. Hing sie da mit dem Kopf auf diesem Rausfallschutz. Und hat gebabbelt. Mhm. Ich dachte erst, sie hat mich gerufen. Mhm. Ja, was? Du laberst in einer Tour. Wenn ich was erzähle, hörst du nie zu, ey. Hä? Meinst du mich? Nee. Oh, shit. Ich muss jetzt rohes Fleisch essen. Benzin, 3 trübe Wasser, bisschen Pflasterstein. Ja, der Hainunwut, der bleibt hier irgendwie aus. Bis jetzt. Genau wie Lebensmittel. Sir, wissen Sie, wo die Kantine ist? Oh, er hat mir was mitgebracht. Redest du nicht mehr mit mir? Ich? Ja. Ich habe gerade gelesen. Achso. 7000 HP. Ey, wir brauchen so eine komische Tresortür oder was das heißt. Oh. Echt jetzt? Da gibt es bestimmt noch einen anderen Weg. Working Stiff Tools. Ah ja, hier ist die Scheibe auf. Ah. Oh. Haben wir genug? Habe ich eh eine Tasche?
Eine versiegelte Versandkiste. Zehn Rahmenform. Geil. Ich hab schon wieder Hunger. Und ich kann nur rohes Fleisch essen. Ups. Alter, das ist ja riesig hier. Riesig? Ja, hier ist so ein unterirdischer Bunker, in dem ich drin bin. Geh ruhig zu deiner Freundin. Ich wollte Maismehl machen. Oh, Medikamente. Testosteron. Halb sechs, ey. Oh. Was? Ja, halb sechs. Ich muss ja gleich schon wieder zurück. Ist ja jetzt nicht geil, ne? Nee. Da könnte ich mir Besseres vorstellen, so 17,25 oder so. Aber ich gucke hier den Bunker noch mal ein bisschen durch. Auf gut Glück, dass ich das überlebe. Und es hat bumm gemacht. Schon wieder. Ich hab's gewuscht. Oh nein. Jetzt ist er weg. So, was haben wir denn hier noch? Ein bisschen Müll. Plastikmüll. Ah, er ist nach ganz unten gegangen. Ja, ich komme hinterher. Kleinen Moment. Unten ist noch... Oh, das ist eine Rakete. Geil. Das ist ja geil gemacht hier. Angenommen, ich gehe da runter. Wie komme ich wieder hoch? Ah, oh, der Jaffel hat sich selber eingesperrt. Flickst. Oh, ich kann ihn ja nicht mal welche zimmern. Er kommt nicht weg. Aber er ist voll safe. Ich glaube, hier werden richtig viele Zombies auf mich zukommen. Ich hatte eben so ein bisschen... Also ganz leise Musik. Ich hab schon wieder Hunger. Mal gut, dass ich vorhin einen Hund, ein Schnitzel gefunden habe. Ach, der lebt. Ich dachte, das wäre ein Toter. Oh nein. Oh nein. Oh nein, das war mein Ende. Und wo ging ich denn von dannen? Ende aus. Mickey Maus. Jetzt regnet's auch noch. Oh, ich wollte gerade mit dem Motorrad fahren. Da bleibe ich noch im Bunker. So, was haben wir denn hier noch Geiles? Oh, hier sind Unterkünfte. Ein Fitnessstudio. Lecco mio. Da ist ja sogar ein Pool bei dem einen Gebäude.
Okay, da komme ich nicht durch. Hä? Ach, das ist der Dings, ne? Wenn ich diese komische Kackfliege kriege, ne, bringe ich sie um. Gerade wo du bist, aber ich sehe dich auf der Map nicht. Ja, ich bin auch weit weg. So, da haben wir den guten Kollegen hier. Servus. Wollt mich einschreiben für die Bundeswehr. Kunst des Bergbaus. Merkwürdige Dinge. Menschen sterben. Ah, da war ich noch nicht. Da obwohl sie schon tot sind. Mhm. Oh, was wollte ich jetzt machen? Du wolltest bestimmt zu Fuß herkommen und dir den Schlüssel fürs Fahrradschloss abholen. Ganz bestimmt nicht. Damit wir zusammen hier nochmal ein bisschen looten können. Ei, schon auf Tasche. So. Ab durch die nächste Tür. Die ist verschlossen. Du kriegst die Tür nicht so, was du hier alles für Baupläne findest und wir haben den ganzen Quatsch schon. So, so, so. Ist er tot? Hallo, Sir, sind Sie tot? Oh, der hat sich hier versucht zu verschanzen, wa? Ja, das hat denn wohl nicht so funktioniert. Schade. Wir werden ihnen ein Denkmal bauen. Ja? Nö. Machen wir das? Nein. Aber wir sagen es der Presse, dass wir das machen. Also. Oh! In der Hoffnung auf was? In der Hoffnung auf was? Ja, wir zeigen ein bisschen Zivilcourage, ne? Damit. Oh, endlich was zu essen. Ein Penner-Eintopf. Oh, geil. Und ein Yucca-Saft. Du bräuchst mir immer das Rezept, ey. Ja, das kannst du jetzt nicht mehr rausschmecken. Das habe ich gerade gegessen. Schade. Ich nehme noch ein bisschen was mit hier. Wenn ich schon hier unten bin, wieder infiziert. Irgendwann dem Tode nah, habe ich es nicht kapiert. Ja. Das hast du schön gemacht. Dankeschön. Bitte. Das war ein Gedicht, das ich damals in der Grundschule lernen durfte. Glaube ich nicht. Doch. Das hatte ich damals als Hausaufgabe von Dr. Dre. Von wem? Dr. Dre. Dr. Dre. Dr. Sommer. Dr. Sommer? Ne, den hatte ich in Biologie tatsächlich. Ja? Ja. Hieß der Sommer? Ja, Dr. Sommer. Ich habe meine Freundin geküsst. Ist sie jetzt schwanger? Ja, da waren so geile Fragen immer, ey. Ich hab die so gerne gelesen. Vor allem, das darf man heute bestimmt nicht mehr so machen, so freizügig. Ne, ich fand, also was ich... Ne, auch die Bilder, da waren doch immer eine nackte Frau und ein nackter Mann. Ah ja, genau, und die durften sich dann beschreiben, ne? Ja, und glaube ich, darf man bestimmt heutzutage nicht mehr, weil die alle einen Stock im Arsch haben, ey. Ja, würde ich so nicht sagen, weiß ich nicht. Vielleicht gibt's das auch noch, aber... Ich denke nicht. Na, kann ja sein, dass das noch gibt, aber trotzdem, also ich fand... Dr. Sommer fand ich halt immer nur, also bei der Bravo fand ich immer nur Dr. Sommer cool zu lesen. Ja, du. Ja, den Rest fand ich irgendwie doof. Den habe ich mich immer kaputt gelacht.
Nahrung, Wasser. Ja, sowas hast du denn immer gelesen in der Bravo? Alles. Echt? Ich fand die Bravo richtig cool. Echt? Mhm. Warum? Was warum? Weil ich das früher cool fand. Ich habe die von meinem eigenen Geld gekauft. Bravo war immer cool. Da waren auch immer die Texte drin von den neuesten Liedern. Poster. Poster? Poster waren cool. Und da es ja gar kein Internet richtig gab oder so, wie es jetzt ist, hast du dich gefreut, wenn du ein cooles Lied hattest und dann den Text mitsingen konntest? Bei MTV oder Viva. Mm. Das waren ja noch die Musiksender früher. Hast du den Text immer nicht so verstanden, dass du den lesen musstest? Englisch? Ja. Was denn da Englisch ist und manche Wörter man nicht richtig raushört? Ja gut, gibt halt wirklich manche Lieder, da nuscheln die so dermaßen rein. Oder wenn sie die Aussprache der Wörter verändern, nur damit sich das irgendwie reimt. Also damit sich, damit der Klang vom Rhythmus her besser ist. Ich fand das immer cool. Jetzt kommt hier nicht raus, Jasmin. Jetzt muss ich den ganzen Weg zurück. Ja, nee, das mache ich nicht. Im Leben nicht. Raus in die Freiheit. Ich habe keine Ausdauer. Oh, warte mal. Huch. Also dann hattest du so eine richtige Teenie-Jugend, ja? Dann bist du da in deinen Schlaghosen auf dem Bett rumgesprungen, während du deinen Walkman aufhattest und die Bravo gelesen. Ja. Die Schlaghosen waren so geil. Die sahen so doof aus. Richtig geile Hosen, ey. Wie so ein Fisch da unten mit den Flossen. Nee. Ja, damals sah es nicht doof aus, aber rückwirkend gesehen finde ich, sah das so doof aus. Ich habe mich echt schwer getan gehabt, als die Hosen nicht mehr gab. Ging mir so mit Baggy-Hosen, weil die mega bequem waren und die hatten die geilsten Taschen. Als ja nur noch diese, die man jetzt nur noch kriegt, die Hosen. Ja. Diese Dinger da, die ganz eng. Ich fand das geil, bei den Baggy-Hosen damals, du hattest ja keinen, noch vor dem MP3-Player, da hattest du ja diesen riesigen Discman, ne? Und in Baggy-Hosen hat der komplett reingepasst in die Hosentasche. Das war halt mega geil. Ich weiß, ich konnte mich da ganz schlecht umgewöhnen an die Hosen, ey. Ja. Bei mir aber auch. Jetzt trage ich halt nur noch Karottenjeans, ne? Du trägst nur noch Jogginghose. Wie so ein Penner, ey. Oh, Entschuldigung. Karottenjeans, Jasmin. Nee. Katastrophe, ey. Egal, wo der hingeht, Jogginghose, ey. Ekelhaft, hässliches. Vier Sterne-Restaurant, Jogginghose. Ja, würdest du machen. Hochzeit, Jogginghose. Ja. Beerdigung, Jogginghose. Alles vor allem, ey. Vorstellungsgespräch, Jogginghose. Mhm. Ganz schlimm, ey. Das sieht sportlich aus, ey. Nee, sieht's nicht. Ich finde das überhaupt nicht sportlich aus. Die Jogginghose, die sieht ja nicht asozial aus, das wenn man damit. Nee, doch. Nein, wenn du das damit. Das sieht aus, als wenn du vom Sofa gerade aufgestanden bist, denkst du, ach kacke, ich brauche noch mal was zu essen und dann setze ich mich gleich wieder aufs Sofa. Das sieht aber auch nur so für Leute aus, die genau so leben, ne? Und die dann nur willst eine Jeans. Die mich verarschen oder was? Ja, die eine Jeans nach außen tragen und in so Lodder leben, weißt du? Als wenn ich den ganzen Tag auf dem Sofa bin, ey. Nein, natürlich nicht. Du musst ja zwischendurch auf Toilette, aber trotzdem. Pass mal auf, ich komm gleich runter. Nee, ich finde, wer Jogginghose trägt, der sieht halt sportlich aus. So, ach, das ist halt. Halt mal den Sappel! Nö. Ein aktiv fleißiger Mensch. Au, sie hat mir eine gebraten. Oh, ich muss weg. Scheiße. In Jogginghosen wäre dir das nicht passiert. So, dann mache ich mich auch mal langsam auf den Rückweg, wa? Die Taschen sind voll. Ja, komm mal schön. Die hat schon geschrien. Ja, ach, bis ich da bin. Ich konnte sie nicht töten, weil ich nach Hause muss.
Heimweh. Ich habe keine Ausdauer. Die hätten mich fast tot gemacht. Muss ich gucken, wo die Olle ist. Ich bin ja schon auf dem Weg. Ah, da kommen sie schon alle. Das Einzige, was ich jetzt nicht gemacht habe, ist Sand mitnehmen. Ja, pass auf, wenn du gleich hierher kommst, ne? Ja, ach, bis ich da bin. Da hast du die alle weg. Sind die alle da? Ich habe ja noch so ein paar Meter vor mir, aber ich habe leider wieder keinen Erdbohrer gefunden. Aber ich bin voll. Ich hätte gerne noch eigentlich gebuddelt, aber ich will auch nicht buddeln ohne Erdbohrer. Mit der Schaufel dauert das so lange. Jetzt habe ich sie. Ah, die Sonne kommt raus. Perfektes Motorradwetter. Oh, die sind schon wieder hinten. Alter, wollen die mich verarschen? Wieso habe ich denn hinten kein Licht, sag mal? Ist ja gemeingefährlich. Dieses Fahrzeug ist nicht verkehrssicher. Und einen Anschnallgurt habe ich auch nicht. Ey, wo machen die hier schon wieder alles kaputt? Wo denn? Ja, irgendwo an der Mauer wieder. Schon wieder an der Mauer? Aber ich habe überall diese Stacheldinger rangemacht. Aber haben wir baulich eigentlich irgendwas verändert, dass die besser hochkommen? Nee, ne? Die Dicke ist erstmal in die Stacheln gelaufen. Nice. So. Das Problem jetzt hier von selbst erledigt. Warte mal, wir haben die Scheune haben wir abgerissen. So, dann haben wir gebaut, haben wir nur an dem Bunker selbst. Aber nicht in der unteren Region eigentlich. An der Treppe habe ich da was verändert? Nee. Naja, die werden vielleicht irgendwann so. Oder bist du nicht mehr oben an der Stange? Doch, da war ich. Gott, halt einfach als das losging, meine ich jetzt. Dass die dagegen gehauen haben. Nochmal. Sie sind in die Stachelfallen gelaufen. Ja. Mehr haben sie nicht gemacht. Ach, die haben gar nicht die Mauer kaputtgeschlagen jetzt. Ich habe drumherum überall Stachelfallen gestern gemacht. Aber die wollten die Mauer kaputtschlagen. Die wollten da rangehen. Die sind da lang gegangen. Keine Ahnung. Ich habe sie nicht gefragt. Du bist sehr schlecht im Wiedergeben. Hä? Ich bin doch eben hin und hab gesagt, ja, nee, alles gut. Wo standst du denn, als die da reingelaufen sind? Oben. Also da, wo wir immer Blutmond machen. Ja. Ich habe noch nichts verändert, oder? Ja, ich bin breiter. Nee. Doch, das habe ich vor dem Blutmond schon gemacht. Kann doch einfach sein, dass das so ein. Dass sie das irgendwann machen. Na, die suchen ja den leichtesten Weg. Und ich habe gerade überlegt, ob ich irgendwas gemacht habe, dass die von dort irgendwie reinkommen könnten. Also, ich denke, dass sie das irgendwann sowieso machen werden. Von überall versuchen reinzukommen. Wenn die von da hinten kommen, ist das für die der einfachste Weg, da reinzukommen. Dann laufen die ja nicht noch einmal rum. Boah. Jasmin, ich werde von einem Burr verfolgt. Ich mach ihn tot. Ich bring ihn mit. Fleisch. Ist ein Zombiebär. Nee, dann lass ihn da. Dann lass ihn da. Will ihn nicht haben. Oh nein, er holt auf. Hier war ich, glaube ich, noch nie. Ich habe mich verfahren. Ich kann jetzt nicht auf die Map gucken. Ich werde den Dicken nicht los. Was ist das hier für ein Laden?
Stachelfall noch mal einmal erneuern. Oh nein! Der ist halt so verdammt hartnäckig. Also theoretisch, wenn ich jetzt hier keinen Unfall baue und ich fahre die ganze Zeit geradeaus, dann verlasse ich erstmal das Gebiet, musste nach links. Wenn ich einmal missbaue, bin ich tot. Oh, er wird langsamer. Hier sind noch so viele Autos, die hätte ich jetzt mitnehmen können. Oh, der Bär ist weg. Nein, er kommt wieder. Okay, er hat aufgegeben. Warte mal, hier war ich schon mal von hier nach links. Kürzeste Weg. War, glaube ich, hier lang, ne? Oh, mit den Sonnenstrahlen zwischen den Bäumen, das sieht so geil aus. Lebst du noch? Ja, ich mache hier gerade Stachelfallen neu. Ach so. Ich war mir nicht sicher, ob du jetzt tot bist oder vom Server geflogen. Nee, nee, ich mache die Fallen hier neu. Geil. Stachelfallen. Ja. Damit die das hier nicht immer so... Wenn sie es einkloppen, nicht so einfach haben. Ist alles gut. Es wäre halt schon geil, wenn wir endlich diesen verdammten Erdbohrer hätten. Ja. Ist doch blöd, dass du den nicht lernen kannst, also dass du den finden musst, ne? Ist es schon ein bisschen schwierig, ne? Aber wäre ja auch langweilig, wenn das so einfach wäre. Nö. Doch, finde ich schon. Also ich finde schon, den Erdbohrer hätte man uns gönnen können. Guck mal hier im Briefkasten. Nö, war nur Papier. Papier. Eins Papier. Oder wie die alten Ägypter sagten, Papyrus. Papyrus, Papyrus. Hau nix. Und nochmal Straßenmüll durchforstet. Straßenmüll, Straßenmüll. Oh. Ja. Ich würde gern wissen, ob ein Buchladen in dieser Großstadt ist, hier wo dieser Stripclub war, ne? Da sind ja so viele Gebäude, ob da ein Buchladen ist. Und ob es ein Buchladen in jeder, in jedem Biom gibt. Das wäre auch mal interessant zu wissen. Aber wäre schon geil, wenn wir da mal einen finden würden. Und das Wasser raucht immer noch. Komisch irgendwie. Ja. Ist wahrscheinlich eine Lootkiste reingeflogen und die können wir nicht sehen. Ja, weil ich habe letztes Mal auch geguckt, ich habe die nicht gefunden. Ja, sobald du untertauchst, ist da gar nichts mehr eigentlich, ne? Ja. Ich denke mal, ist irgendwie ein bisschen verbuggt da. Verbuggt. Verbuggt. So, ich mache jetzt mal mit Messing hier 6000 Ösen. Guck mal. 6000? Ja, ich versuche ein bisschen zu machen.
brauchen ja die Hülsen. Ja, letztendlich, früher oder später brauchen wir die Munition sowieso, ne? Ja, sicher. Also Messing müssen wir sowieso immer und immer und immer und immer und immer wiederholen. Erstmal 121. Geschossspitzen habe ich auch schon ein paar gemacht. Geschossspitzen. Mit 3S. Geschossspitzen. Ja. Geschossspitzen. Mit einem ganz langen S. Geschoss. Oh, endlich habe ich es gleich geschafft. Ich bin gleich zu Hause. Ja, oh Gertrud, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie mein Gesäß wehtut hier von diesem Moped. Wickt. Wickt. Ja, es zwickt und tut weh und ich wollte das verbinden. Oh. Oh, Schießpulver haben wir nicht so viel, ey. Da Schießpulver. Wir brauchen mehr Kohle. Kannst du das nochmal in Deutsch wiederholen? Ich habe das nicht verstanden. Wir brauchen mal mehr Kohle. Wir brauchen mal mehr Kohle. Oh. Oh, jo. Ich hab dich gehört. Du hast mich gehört? Ja. Hallo, Jasmin. Hallo, ich hab Essen gekocht. Du kannst essen. Geil, aber ich bin infiziert und werde dran sterben, weil ich keine Antibiotika mehr habe. Ja, ich bin auch infiziert, 31%. So, erstmal schließe ich dein Fahrrad auf, damit du nicht mehr mit mir schimpfen kannst. Na, so, bitteschön. Danke. Das darfst du mir hoch anrechnen. Das und das da rein und dann machen wir hier mal ein bisschen Holz. So, das schalten wir ein. Und ich halt 5% von der Infektion. Blei rein, dann haben wir das erstmal erledigt. Oh, warte, da kommt noch was. Echt nur der Honig, der da den Arsch retten kann, ey. Ist weg. Oder Antibiotika. Ja. Können wir aber noch nicht machen, weil wir da das Ding nicht für haben. Ja. Da ist was Wahres dran, Jasmin. Ja. Du sprichst die Wahrheit, wenn du dieses sagst. Ich weiß. So. Dann haben wir das nämlich auch. Dann gucken wir mal. Munition. Habe ich jetzt ein bisschen was dabei gehabt? Transformer-Kiste. Habe ich auch ein paar schicke Sachen. Warum hast du jetzt hier schon wieder die Kisten kaputt, Jasmin? Sorry. Diese Frau, ey. Wird auch wieder heile gemacht. Ja, das sagst du. Das wird nie wieder so schön, wie es mal war. Du auch nicht. Bruchsan. Reifen. Reifen. Davon haben wir auf jeden Fall ein bisschen. Da haben wir noch so eine. Dieser Bohrer wäre echt schon perfekt, ey. Ja. Das stimmt, das stimmt. Könnte ich voll loslasen. Da könntest du aber richtig in die Nase bohren. So. Dann haben wir hier noch Kleber. Plastik ist voll. Richtig schön für Essen haben wir jetzt. Bones. Was ist da eben noch mit reingegangen? Ach, die Lumpen. Tipp. 21 trübes Wasser. 109 leere Gläser. Oh, wir müssen mal wieder voll machen. Ja, ja, bleib da. Ich hab alles unter Kontrolle.
Zutaten, Speisen. Einmal den Kaffee und einmal das Fleisch. Den Recock. Ja. Ja, das sieht doch schon mal schicki aus hier, ne? Hm. Nett, nett. Hab ich gut gemacht, ne? Ja, hast du gut gemacht, Jasmin. Möge das Lob auf deiner Seite sein und man einen Nationalfeiertag nach dir benennen. Ach. Was denn? Ich wollte einfach mal machen. Da. Juckerfrucht, da habe ich jetzt noch den Samen. Ich hätte jetzt 35 Kohle. Brauchst du die für Schießpulver oder was? Vorbereiten halt, ne? Habe ich in die Ausgabe von der Chemiestation gepackt? Warum? Ja, weil du da ja das Schießpulver machst, dann kannst du es gleich nehmen. Nee, das kannst du auch in dein Dings machen. An der Werkbank? Ja. Erstmal ein bisschen was machen. Wofür brauchten wir denn die Chemiestation? Immer noch fürs Antibiotika, weil ich kann das nämlich da drin gar nicht machen, weil ich da noch das Dings nicht für hab. Das Rezept für Antibiotika, ne? Kann ich, weil du noch gar kein Arzt bist. Das ist in der Werkbank. Glaube ich. Dann musst du, glaube ich, Arzt für lernen, ne? Ja. Haben wir. Dann haben wir noch einen Motor. La 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 la. Ach, das ist Juckerfrucht, was ich gesammelt habe. Oh nein. Oh nein, jetzt fehlt uns ein Samen. Kann man da was draus kochen? Ne, ich wollte die Juckerfrucht erstmal vermehren. Oder was? Du kannst Saft draus machen, aber ich wollte die halt erstmal vermehren. Vermehren? Vermehren. Ah, perfekt. Vermehren. Ich kann einmal Samen kann ich machen. Nee, ich habe einmal Samen. Und viermal Frucht. Warte mal. Wir brauchen definitiv mehr Zutatenkisten. Damit man das, dann kann man das ein bisschen sortieren. Blablabla. Ja. Geil. Sorry, Leute. Oh, das baue ich hier in der nächsten Folge ab. Ich sortiere jetzt noch schnell den Schlagbohr-Robotik-Hammer da weg und dann. Unten in die Waffenkiste. Und dann haben wir doch mit 59 Minuten eine ziemlich lange Folge. Oh, nee, ey. Mhm. Würde ich mir nie angucken, so lange. So. Das war's für heute. Wir sind fertig. Im Kopf. Ich hoffe, ihr seid morgen auf jeden Fall wieder mit dabei. Schaltet wieder ein. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss.